Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Drittliga-Heimspiel gegen den KFC Uerdingen. Wir hatten heute 4.835 Zuschauer in der Flylarm Arena. Ich darf zu meiner linken Gästechef-Trainer Stefan Krämer begrüßen und zu meiner rechten unseren Cheftrainer Michael Schiele. Den Gast gebührt wie immer das erste Wort. Stefan, wir haben Sie die 90 Minuten hier am Dahlenberg miterlebt. Ja, erstmal schönen Tag alle zusammen. Ich habe es eben im Fernsehen schon mal gesagt. Erstmal, bevor man irgendwie auf das Spiel kurz eingeht, muss man, glaube ich, allen Beteiligten ein Riesenkompliment machen, weil für diese Temperaturen war es echt noch ein richtig ansehnliches, intensives Drittligaspiel. Und das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Man kann leicht sagen, ja, das sind Profis, das müssen die hinkriegen. Aber bei den Temperaturen so ein Spiel zu machen, finde ich erstmal von allen Beteiligten eine vernünftige Leistung. Erste Halbzeit fand ich uns im Ballbesitz gut. Ich glaube, wir hatten ein bisschen mehr Ballbesitz dafür. Hatte Würzburg zwei bessere Torabschlusssituationen. Ich war sehr zufrieden mit dem Spielaufbau und auch mit Ballbesitzzeiten. Allerdings so richtig zwingend sind wir in der ersten Halbzeit eigentlich nicht geworden. Wir hätten vielleicht einen Elfmeter kriegen können. Ich habe die Bilder jetzt noch nicht gesehen. Aber ansonsten war es, glaube ich, ein Spiel auf Augenhöhe. Aus der zweiten Halbzeit sind wir eigentlich vernünftig rausgekommen und nach der Führung finde ich, dass wir es vernünftig verteidigt haben, haben wenig zugelassen eigentlich aus dem Spiel raus. Und bei den Temperaturen hinterher zu laufen ist natürlich auch echt schwer, deswegen fand ich, dass Würzburg alles reingehauen hat. Die haben es versucht, die haben auch nach dem 0-2 sich nicht aufgegeben, haben alles probiert. Und wer schon mal selber Fußball gespielt hat und weiß, wie sich das anfühlt, bei 40 Grad 2-0 hinterher zu laufen, der kann das vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Ich finde, dass wir unterm Strich, wenn ich nachher einen dicken Strich unter das ganze Ding mache, nicht unverdient gewonnen haben, aber es war nicht nur wegen den Temperaturen, sondern auch wegen guten Gegnern ein richtig hartes Stück Arbeit. Ich bin halt froh, dass wir den ersten Dreier gemacht haben und wünsche dem Club und Micha alles Gute für die nächsten Spiele. Vielen Dank für die Einschätzung an Micha und deine Analyse zum 0-2. Jo, hallo von mir. Stefan, Glückwunsch noch an dich auch und an dein Team für den 2-0-Sieg. Ja, ich denke, dass wir eine gute erste Halbzeit auch gespielt haben. Vom Ballbesitz her weiß ich jetzt nicht, ob wer mehr gehabt hat, aber wie du auch schon gesagt hast, wir haben zwei ganz große Chancen. Einmal geht er am langen Pfosten vorbei und dann auch kurz vor der Halbzeit, wo Patrick Göbel dann von Ohana Ademi den Ball noch bekommt, wo er eigentlich ja, freie Schussbahn hat, wo man vielleicht das 1-0 dann auch machen muss. Gut, Zweikämpfe gehören dazu, das weiß ich. Es waren schon zwei große oder härtere Fouls dann auch mal. Das zweite fand ich schon sehr, sehr grenzwertig. Da muss man auch nochmal drüber schauen, ob da die gelbe Karte reicht. Aber es war sehr, sehr dunkelgelb schon. Zweimal den gleichen Spieler, zweimal den Fabio, glaube ich. Und ja, wir haben es aber dann nicht geschafft, dass wir nochmal auf die zwei vielleicht draufgehen, dass sie nochmal vielleicht in einen Zweikampf müssen, in einen Foul müssen. Dann haben sie es wieder über die andere Seite geschafft, dass rechte Innenverteidiger dann nochmal gelb abgeholt hat. Nichtsdestotrotz sind wir auf der Halbzeit rausgekommen. Wir wollten dann auch schon Druck machen. Wir wussten, dass wir laufen können, dass wir auch marschieren können. Aber wie wir dann das 1-0 verteidigen, eigentlich sind wir am Spielzug. Wieso kommen wir in den 16er rein, fliegt dann am Kai über den Kopf. Dann aus dem Einwurf nicht in der Ordnung gestanden. Beister löst sich super von der Kette und spielt den Ball hinten rein. War kein Abseits, haben wir auch schon gesehen. Und er macht es eiskalt dann das 1-0. Aber trotzdem müssen wir hinterhergehen und vielleicht alles versuchen, dass wir das dann auch noch retten und nicht die Hand tun. Und beim zweiten ja, müssen wir auch enger am Mann dann sein. Darf man nicht so zum Schuss kommen lassen, wobei natürlich wieder dann reingeht. Ich habe es vorhin schon draußen gesagt. Ich hoffe, dass er noch mehrere solche Tore schießt, aber dann nicht natürlich gegen uns im Rückspiel. Und ja, war ein schönes Tor. Wir durften das zweite Tor nicht bekommen. Wir haben immer noch Standardsituationen gehabt, wo die ersten zwei, drei gar nicht so schlecht waren. Und dann ist das ja irgendwann auch verpufft, wenn wir da aber vielleicht nochmal den Ausgleich machen, wenn es noch nicht 2-0 steht oder vielleicht dann auch beim 2-0 das 2-1, dann ist bei so einem Spiel, bei so einem Spielstand bei der Hitze immer alles möglich auch. Haben wir nicht geschafft, wir müssen mehr Chancen kreieren, wir müssen dann ja, kaltschnäuziger auf jeden Fall auch vorm Tor werden und natürlich hinten die Fehler abstellen. Ich wünsche eine gute Heimreise und alles Gute noch. Danke Michael, gibt es Fragen von den Kollegen, dann bitte ich immer um ein kurzes Handzeichen. Alex Marin, erste Reihe vom Funkhaus. Wie geht's Kapitän Sebastian Schuppmann, der wurde am Oberschenkel bandagiert, ist das was Ernsteres oder ist das Vorsichtsmaßnahme gewesen?
Ja, er ist ja dann doch mal gelaufen, dann vorne drin. Also hat einen Schlag drauf bekommen, hat einen Muskel ein bisschen zugemacht. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass es was Ernsthafteres ist. Und so dann auch jetzt gleich behandeln und dann morgen schauen, wie die Nacht dann auch war. Aber ich denke, es geht schon am Dienstag. Weitere Fragen? Michael Fürst von den Fränkischen Nachrichten. Wie schwierig ist es jetzt auf der einen Seite, die richtigen Schlüsse zu ziehen aus zwei Niederlagen und auf der anderen Seite nicht gleich wieder alles über den Haufen zu schmeißen? Ja, das ist genauso wie im Spiel, dass man die Balance bewahrt. Trotzdem muss man natürlich auch den Finger mal in die Wunde stecken und die Sachen, aber letzte Woche schon gesagt, ganz klar ansprechen. Trotzdem auch den Aktionismus verfallen. Das ist halt so, wenn ich dann auch lese, Konrad, Ibrahimay, Aub, Aigner, Beister, ist ja keine, weiß nicht, ist halt keine, also es ist eine gute Drittligamannschaft, würde ich sagen, oder sogar noch mehr. Und wir haben da durch die individuelle Qualität, was die dann auch gehabt haben, müssen wir im Kollektiv dann dagegen gehen. Das haben wir dann in der zweiten Halbzeit nicht geschafft in den zwei Situationen. Trotzdem haben wir der ersten Halbzeit und dann auch noch nach den Führungstreffern haben wir trotzdem versucht weiterzumachen. Und da gilt es am Dienstag weiterzumachen und ja, haben auswärts ein Spiel, die haben, glaube ich, auch 0-0 gespielt oder haben 0-0 gespielt, haben auch einen Punkt, die wollen zu Hause auch gewinnen und da müssen wir einfach mal mit 0 nach, also kein Gegentor kassieren, dann schauen wir mal, was vorne möglich ist. Noch weitere Fragen? Wenn dem nicht der Fall ist, dann wünsche ich allen eine gute Heimreise und wir sehen uns wieder am Sonntag in einer Woche gegen Cottbus. Bis dann!